Ja, ich sehe das jetzt schon. Wir werden wohl nicht fertig werden. Was steht da? Zu liefernde Fracht. Ja, das passt eh. Hey, da ist auch was, hä? Ein Bergsteiger. Reparierte vergangene Zeit. Aktuell mitgeführte Frachtstücke. Frachtschaden. 100% nicht gelieferte Fracht. Aha. Okay, herzlich willkommen zurück. Das ist Death Stranding. Ich bin euer Kellerfahrzeug. Schön, dass ich wieder da bin. Wir haben zur Robotikerin was geliefert und werden jetzt auch von der Robotikerin was mitnehmen. Nämlich einen Haufen Material. Zumindest so viel Material, wie es möglich ist uns. Oh, da ist viel möglich. Bissel, was lasse ich dir? Dass ich nachher was fertigen kann noch. Ja, zur Sicherheit. Was haben wir da? Du hast viele Metalle. Ich kann hier tausender Metallstücke mitnehmen. Das heißt, 1000 und Keramik können wir auch einmal 800 mitnehmen. Das sollte passen. Ja, und einmal Metalle 800 noch. Okay, das sollte gehen. Das könnten wir wahrscheinlich packen. Eins, zwei, drei. Wir sind drüber. Fuck! Dann muss ich das wohl in den privaten Spind legen. Komm. Wir sind nicht mehr drüber. Wie schwer das Zeug immer ist. Ich vergesse das immer. Ja, ich weiß. Tut mir leid, Alter. So. Wir haben halt kein Kraftskelett mehr. Wir haben jetzt das Geländeskelett Stufe 3. Es regnet mal wieder. Ah, es schneeregnet mal wieder. Eine Konstruktion bei Wetterstation. Kletterverankerung ist fast. Mich interessieren diese Verankerungsdinge nicht. Ob die zerstört werden oder nicht. Solange meine Straßen halten, ist alles gut. Und ich hoffe mal, dass da andere Leute auch mit einzahlen, weil so viel Aufwand, wie wir schon in Straßen reingesteckt haben, ist frech. So, wir liefern jetzt an den Arzt, richtig? Ich denke ja. Aber da gibt es viel zu liefern an den Arzt. Viel zu liefern. Und Musik. Mal wieder einen schönen Copyright-Claim. Direkt über dem GD-Gebiet, das gefällt mir am meisten. Den habe ich echt blöd platziert. Da ist der da drüben weit besser. Okay, runter. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Fan von Bridges. Willkommen auch dir. So, pass auf. Ladefahrzeug, wunderbar. Ich habe nur Dinge mit für den. Richtig? Tatsächlich, ich habe nur Dinge mit für den Arzt. Interessant. Ich dachte mir, ich habe zwei Aufträge angenommen. Spinn ich? Ich dachte mir wirklich, ich hätte zwei Aufträge angenommen. Naja, dann schauen wir mal. In dem Fall. Oh, der Arzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich das alles auf den Rücken laden? Ja. Verlorene Fracht auch für den Arzt. Auf dem Rücken tragen. Material. Okay, Material ist uns egal. Material ist egal. Cool. Das scheint es gewesen zu sein, gell?
Passt, das bestätigen wir, indem wir jetzt noch die Fracht richtig anordnen. Und dann sind wir auch schon unterwegs zum Arzt. Ja. Geht ja richtig dahin, hey. Solange die Leute dann nicht mehr so viele Aufträge, wenn der Arzt nicht mehr so viele Aufträge hat, dann geht's richtig dahin. Schau, jetzt haben wir Gleichgewicht. Das Coole ist, wir haben das Geländeskelett Stufe 3 erhalten in der letzten Episode. Und das ist halt richtig geil. 260 Kilogramm, das ist fast so schwer wie das Kraftskelett, was das tragen konnte. Nur weil wir bei der Robotikerin halt ein, zwei Dinge noch zusätzlich geliefert haben. Und das sind halt die... Nein, nicht hier hin! Das ist halt schade. Jetzt muss ich wieder so weit gehen. Was bringt diese Baderei hier? Hallo Ärzte, wie geht's euch? Und wie ich das bin. Liefern, angeforderte Fracht liefern. Boom. Natürlich ist alles im besten Zustand. Habe ja auch ich geliefert. Verdammt. Gibt's einen vierten Stern? Noch nicht. Bald. Ja! Aha, Bandbreite erhöht. Daten für Sams Sonnenbrille Rahmenfarbe. Neue Materialien. Ja. Gut. Übrigens habe ich etwas gefunden, das dir nützen könnte. Es gehört dir, wenn du magst. Hochleistungsblutbeutel. Die müssen ja noch heftig geiler sein. Verbessert und anderen bei der gleichbleibenden Größe. So, das werden wir natürlich in die Vorratstasche tun. Blutbeutel wird abgeladen. Gut. In die Vorratstasche. Blutbeutel wird abgeladen. In die Vorratstasche. Blutbeutel wird abgeladen. Was haben wir jetzt? Haben wir wirklich, sind die wirklich abgeladen jetzt? Oh, auch ein Hochleistungsblutbeutel wurde abgeladen. Interessant. Also werden wir diesen hier in den privaten Spind legen. Natürlich haben wir daran Freude. Und wie wir daran Freude haben, behälter Reparaturspray. Warum bist du nicht auf der rechten Schulter? Ich verstehe es nicht. An rechter Schulter. TCK. An rechts an der Hüfte. So. Behälter Reparaturspray, Anzug befestigt. Werkzeugklammer, nicht tödliche Sturmgewehr, das passt. Vernachlässige deine Gesundheit. Natürlich nicht. Warum sollten wir das machen? Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Bergige Lieferungen. Aufträge annehmen. Was haben wir da? Zur Robotikerin eher weniger. Zum Bergsteiger. 1080 Kilo. So viel kann ich nicht liefern. Das kann ich nicht machen. Ich kann auch nicht die 720 Kilo. Ich kann gerade mal so diese Kryptobiotenproben, die kann ich liefern mit Zeitlimit. Okay, das mache ich. Da wird wir hier vielleicht mal den vierten Stern erhalten. So. Ja. Okay. Ich gerade überlege, müssen wir uns dafür was bauen? TCK wäre vielleicht nicht schlecht. Bauen wir noch einen. Eine Leiter ist auch nie schlecht. Komm. Alles auf den Rücken. Alles neu anordnen. Boom. Bestätigen. Ich breche. Viel mehr werden wir nicht laden können. Leider. Durch diese Riesenlieferung. Oder? Geht was? Schauen wir, ob was geht. Komm. Material nehmen. Was haben wir denn hier? Chirale, Kristalle. Richtig viel sogar. Nehmen wir natürlich mit. Dann schauen wir Metalle. Naja, 800, 600 nehmen wir mit, oder? Nehmen wir 600 Metalle mit, komm.
das wird sich nicht ausgehen. Komm, das geht sich nicht aus. 600 ist zu viel. Wir können aber 400 mitnehmen. Weil wir sonst überladen sind, das ist unser Problem. Gut. Hä? Wir sind gar nicht überladen. Es wäre noch was gegangen. Egal. Wenn wir unbedingt auf das noch angewiesen sind, dann holen wir uns später dann was. Wir sind bald fertig mit dem Straßenbau. Es ist nichts mehr zu tun, straßentechnisch. Zumindest nicht im zentralen Gebiet, weil wir werden ja dann wahrscheinlich noch ins westliche Gebiet kommen. Deshalb, uiuiui. Na komm. Sam Porter Bridges. Danke, mein Freund. Bitte gerne. Waffeneinschränkung aufgehoben. Ja. Ah, Seilrutschen, ey. Ist einfach zu geil. Liefern. Liefern. Wahoo! Hey, Arthur. Wow. Schnell, ja? Ja. Leider nein. Nicht mal annähernd. Wir werden das hier tun. Deinetwegen. Vielen Dank, Sir. Bitte. So, wie schauen wir materialtechnisch hier aus? Wahrscheinlich scheiße. Gar nicht so scheiße. Alter. Davon haben sie wenig. Das ist klar. Aber Metalle sind dann noch doch recht viele. Ich nehme da eins mit. Komm. Und ich nehme auch Keramiken mit. 160 zumindest. Passt. Oh, schauen wir, ob es Standardaufträge gibt in Richtung dorthin, wo ich gern hin würde. Nein, da reicht es dann nämlich. Wir sind ja jetzt nur, eigentlich haben wir die ganzen Aufträge hier in dem Mountain-Gebiet nur deshalb gemacht oder nur deshalb angenommen, damit wir an allen Außenposten, also das, meine Intention war, dass ich an allen Außenposten Material abgreife für den Straßenbau später, für unten noch, für die restlichen ausstehenden Straßen. So, und jetzt hier im Frachtmenü holen wir uns alles ab, was wir brauchen für den Bergsteiger. Das bedeutet, so, Vorratstasche ausgerüstet, bla 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 bla, da. Hopp, 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 auf das Fahrzeug laden, wunderbar. Und vom Fahrzeug gibt's Zeug, also antike Kamera. Okay. Das nehme ich jetzt wohl mit. Was habe ich getan? Ich habe es nicht mitgenommen. So, nochmal. Hopp, 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 hopp. Boom. Gut. Fertig. Und wir liefern auch schon. Das war nicht ich. Okay. Wir liefern auch schon wie die Verrückten. Bitte, bitte, bitte. So. Wo geht er hin? Ah, eh, richtig. Passt schon. Wieder mal über GD-Gebiet gemütlich drüber. Jetzt müssen wir direkt ins GD-Gebiet reinkommen. Das ist da unter uns.
Seilrutschen sind ungefähr die geilste Erfindung für einen Lieferanten, die es gibt. Wenn das noch so Sessellift-mäßig wäre, dann hast du gewonnen. Dann hast du echt gewonnen. Oh shoot! Dorthin wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zu der hier. Ich hoffe, die ist mit meiner verbunden. Zu weit vom Fracht entfernt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich komme ja wieder. Ich komme ja wieder, wenn die jetzt weg ist. Wie hart ich das gesammelt habe. Wenn das jetzt weg ist, dann ist der Schreikrampf perfekt. Das sage ich dir. So, komm. Komm, Alter, renn. So, komm. Ich hoffe nicht, dass das weg ist jetzt. Sam Bridges, wir müssen ein Paket an jemanden verschicken. Sie ist ein Paradiesvogel. Sie lebt noch weiter oben in den Wolken als wir. Und ihre Forschung, naja, die könnte man außergewöhnlich nennen. Wir reden hier von richtig okkultem Zeug. Auch wenn sie diese Bezeichnung nicht mag. Sie taucht in die Geheimnisse des Kosmos ein, wie sie sagt. Jedenfalls habe ich in den Bergen diesen Stein mit Handabdruck gefunden. Als ich davon erzählte, war sie völlig aus dem Häuschen. Keine Ahnung, was für einen Hokuspokus sie da hineininterpretiert. Aber ich habe mich gefragt, ob du ihn ihr bringen könntest. Der UCA-Beitritt hat mir die Augen geöffnet. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass da draußen viele Leute versuchen, den gestrandeten Tod zu verstehen. Klar, ihre Ideen mögen für mich völliger Wahnsinn sein, aber ihr bedeuten sie offensichtlich etwas. Deshalb möchte ich ihr gern helfen. Also, mit deiner Unterstützung. Am Terminal findest du einen offiziellen Auftrag. Coolio, den machen wir natürlich. Ich liefere mal die ganze geforderte Fracht. Und go. Gibt's einen dritten Stern wenigstens? Ja. Bergsteiger hat die Daten für Ludensmaske, bla, okay. Express Violet, neue Materialien, sehr gut. Genau das wollen wir ja haben. Und zweiter Auftrag, perfekt. Gut, gut, gut. Übrigens habe ich eine Kleinigkeit ja. Für dich. Vielleicht macht sie dir ja das Leben leichter. Das hofft man. Was ist das? Modifizierte chirale Kletterverankerung. Was kann die? Selbstgebaute, mit Chiralium beschichtete, verbesserte Version der normalen Kletterverankerung ist leicht haltbarer, resistenter gegen Zeitregen auf unseren Bauweise, nicht chiralen Druck kann hergestellt werden. Okay, nehme ich mit. Was weiß ich wo. Am Anzug. Da. Perfekt. Blutgranate. Ah, die habe ich benutzt. Okay. Gut, speichern, bestätigen. Ich hoffe, du gerätst da draußen nicht in Das hoffe ich auch. So, next. Gute Arbeit. Neuer. Ich hoffe, mein Material ist nicht weg. Das wird mich echt schlimm treffen. Ganz schlimm treffen. So, die Spiritualistin. Alter, die ist ja noch weiter weg. Na, da gehe ich zuerst runter. Da gehe ich zuerst runter und gehe jetzt Ding bauen. Straßen bauen. Oder zumindest mein ganzes Material aufbrauchen. Deshalb, gibt's da was? Ah, nein. Okay. Du hast nichts für mich außer Material, hoffe ich mal. Yes. Ein bisschen was lasse ich dir hier. Nein, ich muss dir mehr lassen. Ich muss dir mehr lassen. Ich muss hier nämlich noch TCKs dann später bauen. Metalle. Schauen wir mal. Nehmen wir mal 600 mit. Nein, komm. Wir nehmen 800 mit. Und Keramiken. Nehmen wir auch 800 mit. Yep, yep. Passt schon. Gut, ab zu unserem. Verschwinde. Oh oh. Bitte, alles Gute. Waffeneinschränkung aufgehoben. Runter, komm.
Ich hoffe, dass mein Zeug noch da ist dann. Wäre echt schrecklich, wenn es nicht da wäre. Seilrutschen. Also, das hat, macht das Spiel so viel leichter. Da steht noch mein Truck. Mal schauen, ob mein Material noch da ist. Danke. Ach so, warte mal kurz. Wie schaut's denn frachttechnisch aus? Zum Rücken. Vorratstasche, Granatentasche. Moment. Bitte sag, dass da noch genug da ist. Oh mein Gott. Er ist leer. Er ist verdammt nochmal leer. Er ist leer, er ist leer, er ist leer. Mir ist... Scheiße! Ich hab so viel gesammelt, es war so viel da! Es war so viel da. Ich hatte so extrem viel Material und es ist alles weg. Es ist alles weg. Ich glaube, ich scheiß drauf. Ich glaube echt, ich scheiß drauf. Moment, ich bestätige das jetzt. Und jetzt möchte ich wissen, ob ich das Spiel irgendwie laden kann an dieser Stelle. Weil dann scheiß ich drauf und System. Letzte Speicher laden kann. Ja, ist mir wurscht. Okay, warte mal, abbrechen. Speicher mal. So, cool. Laden. Lernmaterial verbinde. Wo war das? 25. Scheiße, wo war das? Wir müssen das. Na, mit der Konsequenz lebe ich nicht. Ich lebe normal mit den Konsequenzen. Mit der Konsequenz lebe ich nicht. Das war viel, viel zu viel Arbeit. Das ganze, die ganze Scheiße da zusammenzusammeln, das wird jetzt auf einmal. Oh, scheiß mal halt drauf. Gibt's halt. Ach, na. Nur. Wo war das? Hier oben? Boah, Capital Not City. Also der hat echt viel hier. Welches war's? Hier haben wir Zeug geliefert, merke ich gerade. Waren wir hier beim Bergsteiger? Hier müssen wir laden. Fuck. Das tat weh. Naja, ist egal. Ist egal, wir können's. Wir können's wieder gut machen. Also ist alles gut. Die Narbe bei ihm da oben ist heftig. Scan wird gestartet. Bridges ID. So. Genau, das können wir jetzt liefern. Boom. Boom. Okay, passt. Komm. Abbrechen. Alles. Komm. Und überspringen. Boom. Passt. Danke. Dankeschön. Danke. Und tschüss. Hatten wir hier Material noch mit? Ich weiß es nicht mehr. Komm, schau es mir an. Ja, 600 Mal. Aha. Und aha. Und hier Radium, zu wenig. Okay, passt schon. Nehmen wir mit. Alles auf den Rücken lagern. Komm, bam. Ja, komm. Es ist mir deshalb erhalten geblieben, weil ich wichtige Fracht drinnen hatte. Deshalb ist es mir vorher erhalten geblieben. Das ist das Ding.
Weil dieser ganze Scheiß hier drinnen geblieben ist, also von den wichtigen Sachen. Komm. So, hab. Perfekt. Come on. Boom, das Fahrzeug hat halt jetzt richtig viel Zeug. Mann. Relativ. Es geht. Wir bestätigen den ganzen Blödsinn mal. Ich überlege gerade, wie gehen wir das an? Denn da unten glaube ich nicht, dass wir... Ich bin halt ein Straßenbaufanatiker. Es muss halt hinhauen. Es wäre schon schön, wenn wir alles hätten. Wenn alles verbaut wird, sozusagen. Parkplätze, das ist nett. So, da müsste sich jetzt wieder eine gute Kurve ausgehen. Nein, oder? Nein, die ist lang genug geschwungen. Aber das Zweiradfahren ist ganz witzig. Es ist halt cool, dass wir da über das GD-Gebiet drüber sind. Und wo ist das Material, diese 50 Metalle? Ich sehe sie nämlich nicht. Also hier sind wir definitiv noch in der Abdeckung des chiralen Netzwerks. Und soll ich euch was sagen, wenn das jetzt zu teuer wird fürs chirale Netz, also für die Straße, weil wir noch nicht im chiralen Netzwerk angebunden sind, dann mache ich Folgendes, dann lagere ich das im Verteilerzentrum ein in der Zwischenzeit. Sind wir noch drin? Ja, wir sind drin. Das ist natürlich obernice. Weil so können wir wenigstens das ganze Material hier verwerten. Aber die brauchen viel zu viele chirale Kristalle. Das ist halt doof. Gut, Metalle, super. Es braucht eigentlich von allem viel zu viel. Ja, das haben wir ja nicht mal, aber ist wurscht. Es ist cool, dass wir zumindest mal in die Richtung kommen. Weil dann kann mir auch egal sein. Oh mein Gott, das ist viel. Die Kristalle erst, bist du deppert. Na, ich gebe dir schon etwas. Ich behalte mir selber so 100, 200, so 150, so. Das ist dann ein kleiner Brocken. Viel bringt's nicht, aber etwas. Tja. Interessant, dass ich da rüber gefahren bin. Ah, deshalb haben die da Brücken gebaut, weil sie sagen, scheiß auf die Straße, wir bauen da eine Brücke drüber und das war's, ne? Ja, das kann ich leider nicht sagen. Denn meiner Meinung nach ist es äußerst wichtig, Straßen zu bauen. Vor allem hier, das waren die wichtigsten Punkte hier gefühlt. Das wird noch teuer werden, ja.
Da können wir ab sofort im Tausenderbereich einlagern. Das heißt, immer Tausender mitnehmen. Speziell Keramik, glaube ich, noch. Aber auch Metalle. Ich glaube, da war ziemlich viel noch übrig. Warte mal, das schreiben wir uns jetzt auf wieder mal. Schreiben wir uns das wieder mal auf. Was war's denn? Ich glaube, wir waren hier, gell? Oder? Oh Mann, was war das? Was habe ich? Ah, ich bin ein Idiot. Warte mal, den haben wir. Der war's, oder? Ja. Da fehlen noch 2000 Chirale. Oh, das ist viel. Dann, sagen wir 2000 Metalle, ist ja egal. Und, uiuiuiui, 3000 Keramiken. Das ist der eine. Der erste, der hier fehlt. Der nächste, der hier fehlt. Der ist sowieso außerhalb des Netzwerks, wie es ausschaut. Okay, den können wir ignorieren. Der nächste, der hier fehlt, den können wir auch ignorieren. Der ist nämlich auch außerhalb des Netzwerks. Das heißt... Oh, hier ist noch einer. Ist der innerhalb des Netzwerks? Nein, auch nicht. Gut. Dann ist nur der eine jetzt innerhalb des Netzwerks und sauteuer. Na, nett. Dann werden wir jetzt Aufträge weitermachen. Hilft ja nichts. Ich bin halt ein kleiner Straßenbaufanatiker. Das wird immer so sein. Der Zeitregen ist halt wirklich eine Sau. Das ist unglaublich. Aber müssten dann Materialien aus Gummi bzw. aus Plastik dann nicht am besten sein gegen Zeitregen? So gesehen. Oh, da ruft wer an. Jetzt merke ich es erst. Oh Gott. Cut.